So, Dave geht schon mal durch die Sicherheitstüre. Und ganz nach oben, denn jetzt haben wir endlich das Wachstumsmittel für die Pflanze. Michael wollen wir dann später auch wieder opfern für das Gefängnis. So. Bevor die Pflanze wieder rülps, werden sie es einfach mal ein bisschen zum Wachsen bringen. Rülps. Perfekt. So, jetzt können wir nach oben. Und hier ist das Teleskop. Nee, das ist noch zu früh. Wir müssen erst Michael opfern. Denn die Ziffernkombination, soweit ich das weiß. Ach, das hier unten noch. Ugh. Also, der ganze Weg nach oben. Denn soweit ich weiß, ist die Ziffernkombination von Edna Safe irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, neben dem Safe selber. Aber das müssen wir uns erstmal anschauen. Und dafür brauchen wir etwas Zeit, denn den Sohn Ed, den konnten wir auf unsere Seite ziehen. Aber Schwester Edna, die ist leider noch böse und die wird uns auf jeden Fall festnehmen. Gefangen nehmen. Und dann wieder, ja, wie soll ich sagen, bereuen, dass sie uns nicht ans Bett gefesselt hat. Aber irgendwelche weiteren Details, die schenken wir uns mal, denn ich möchte mir nicht ausmalen, was die Schwester Edna so alles mit dem armen Michael anstellen würde. So, hallo. Hallo. So, du versteckst dich. Hallo. Alles klar für den großen Angriff? Nein, noch nicht. Denn wir müssen erstmal hier die Schwester Edna. Oh, ein unwillkommener Gast. Ich hab dich. Oh, den Schlüssel brauchen wir auch noch. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Plupp. So, der geht jetzt locker flockig hier mal rein. Schnappt sich das Parfüm. Natürlich. Schnappt sich den Schlüssel. Ich weiß gar nicht mehr, wofür der Schlüssel da ist. Mein Gott, das erinnert mich an, war das Wolfenstein? Oder auf jeden Fall irgendwelche Spiele, so First-Person-Shooter, wo man ganz viele Schlüsselkarten sammeln musste. Ich glaube, das war bei Star Wars Dark Forces auch so. Die grüne Schlüsselkarte, die gelbe Schlüsselkarte. Ach, ich weiß gar nicht, wo das alles war. Und ich wundere mich jetzt, dass schon wieder hier dunkel ist. Das müssen wir schon wieder hier suchen. Aber wir werden einfach jetzt mal die Taschenlampe nehmen, denn dafür haben wir die Taschenlampe, wenn die noch da ist. Wo ist sie? Ja, da ist sie. Schalt ein. Taschenlampe. Das ist Gemälde. Hier ist die Lampe. Ja, schalt ein. Perfekt. Schalt aus. Taschenlampe. So, jetzt muss ich mal ganz überlegen, wo sind wir hier überhaupt? Irgend so ein Dachboden? Ja. Wer ist das überhaupt hier? Steht das vielleicht drauf? Da steht nichts drauf. Wir können es öffnen, denn natürlich ist jeder gute Safe hinter einem Bild. Da ist die gekritzelte Zahl. Sie ist unlesbar klein. Und genau das werden wir mit. Ein unwillkommener Gast. Können wir uns retten? Ne, die schnappt uns. Ich hab dich. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Gut, da hätte sie wahrscheinlich schon zwei jetzt gehabt. Okay, aber wir haben ja den Schlüssel, fällt mir gerade ein. Wir brauchen gar nicht den Sid zu bewegen. Benutz rostiger Schlüssel mit Gefängnistür. So, lieber Michael, nach innen. Das ist so krass, dass die Tür dann direkt immer wieder zu ist. Also, naja, die wollten wahrscheinlich damit verhindern, dass man einfach so rauskommt und dass man auf jeden Fall.
immer das Kind mitnimmt, das den Schlüssel besitzt. So, ich glaube, müssen wir uns nochmal opfern. Jetzt muss ich überlegen. Wir waren oben. Ja gut, noch einmal müssen wir uns opfern, denke ich mal. Wir müssen ja den Safe öffnen irgendwie. Und dazu muss ich mir auch die Nummernkombination aufschreiben. Oh Gott. Da muss ich mir auch einen Stift und Zettel bereithalten. Ich überlege die ganze Zeit, wofür nochmal der Schlüssel war von der Schwester Edna. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Wir haben jetzt so viele Schlüssel. Ich weiß auf jeden Fall, dass der gelbe Schlüssel der Kofferraum ist. Der rostige Schlüssel ist der Schlüssel für das Gefängnis. Der Silberschlüssel ist der Schlüssel für die zwei Vorhängeschlösser vor der Sicherheitstür. Also nicht der Sicherheitstür. Wo hole ich jetzt eigentlich hin? Ah ja. Sicherheitsschlüssel vor der Tür, für die wir gleich die Keycard benötigen. Ulps. Uah, ich dachte, die frisst mich jetzt, die Pflanze. So, ja. Ach so, es kann natürlich sein, dass der... Ja, ich glaube, ich weiß, wofür der goldene Schlüssel ist. Der kleine Schlüssel ist, glaube ich, die für die Spielautomaten. So, jetzt weiß ich leider nicht mehr. Jetzt benutzen wir einfach mal das Teleskop. Wirklich ein starkes Teleskop. Ha. Oh, das ist der Baum. Sehr schön. Jetzt, wir haben 13 Cent Münzen. Ich hoffe. Münzschlitz. Drücke rechter Knopf. Es dreht sich. Tja. Ich weiß leider nicht mehr. Wir müssen jetzt uns so lange drehen, bis wir Schwester Ednas Zimmer finden. Okay. Das ist eine Hauskante. Benutzt 10 Cent mit Münzschlitz. Drücken wir den rechten Knopf. Und es bewegt sich und es dreht sich natürlich weiter. Und das Teleskop. Ha! Die 1029 muss ich mir mal aufschreiben. 1029. Weil Dave merkt sich das leider nicht. Haben wir noch eine 10-Cent-Münze? Natürlich. Gucken wir. Weil ich meine, eigentlich können wir auch den Außerirdischen sehen. Was? Geht nicht. Es dreht sich. Aber gut, jetzt sehen wir wahrscheinlich wieder die Hauskante, oder? Benutzt Münzschlitz. Starkes Teleskop. Genau, jetzt sehen wir wieder die Hauskante. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wo kriegen wir nochmal die 10-Cent-Münzen her? Öffne. Ah. Benutzt kleine Schlüssel mit Kontrolltafel. Das klappt nicht. Oh Mann, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Weil irgendwie müssen wir ja die Münzen wiederbekommen, wenn wir jetzt links angefangen hätten. Fragen wir nochmal Ed's Sohn. Hallo. Alles klar für den großen Angriff? Was hat der für eine schöne Bettdecke hier? Naja. Was soll das sein? Sind das irgendwelche... Ach, keine Ahnung. So. Jetzt würde ich sagen... ja gut. Wir müssen ja irgendwie nochmal wechseln. Wir müssen ja nochmal zu Schwester Edna rein, leider. Wir brauchen den Umschlag aus dem Safe von Schwester Edna. Denn da ist nämlich eine Viertel-Dollar-Münze drin oder irgendeine Münze, die wir in die Spielautomaten werfen können. Genau das brauchen wir nämlich. Denn das ist die Kombination später auch für diese zweite Sicherheitstüre, für die wir die Schlüsselkarte benötigen. Also von daher jede Menge Aufwand und ja, also zumindest habe ich das irgendwie so noch in Erinnerung.
Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir uns sehr oft von Schwester Edna fangen lassen mussten. Anfänglich natürlich durch Unwissenheit. Kann man auch schnell mal sterben hier. So, also, Norrens, hier öffnen wir die Tür. Rein damit. Ein willkommener Gast. Können wir eigentlich wechseln? Ja. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. So, jetzt haben wir aber auch genug davon, muss ich sagen. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Den Michael werden wir wohl da versauern lassen müssen im Gefängnis. Das ist auch fies, dass quasi nur noch das Stückchen hier die Leiter darstellt. Und wenn man so reinschaut, dann entdeckt man die Leiter ja gar nicht und dieser Raum bleibt unentdeckt. So, öffne Safe. Ich hoffe, das geht so einfach. Und jetzt geben wir die Kombination ein. Das war die 1029. Perfekt. Jetzt schnappen wir uns den Umschlag. Und den müssen wir natürlich noch öffnen. Möglichst. Oh nein, ein unwillkommener Gast. So, das haben wir jetzt oft genug schon gesehen. Nach Möglichkeiten sollten wir den Umschlag so öffnen, dass wir den wieder benutzen können für den Fall, dass wir einen Plattenvertrag abschließen oder einen Buchvertrag. Dann müssen wir, glaube ich, den mit der Schreibmaschine benutzen. So, jetzt benutzen wir nochmal den rostigen Schlüssel. Holen Michael aber trotzdem raus. Also das muss ja nicht sein, dass er da im Gefängnis versauert.